Musik an sich ist ja eine Sprache, die alle Menschen verstehen und verbindet. Also gerade was den im Moment aufblühenden Nationalismus und dem Klima der Angst und Fremdenfeindlichkeit entgegenzustehen hat und positiv wirken muss. Welche Kräfte siehst du da besonders in der Musik, die du heute vorgetragen hast? Also für mich ist, ich glaube für sehr viele Leute, ist das ein Klischee, dass die Musik die Sprache der Menschheit ist. Natürlich hat man den Vorteil, man kann überall auf der Welt spielen und die Leute verstehen einen. Oder man meint, die Leute verstehen einen. Oder wenigstens verstehen sie mehr, als wenn man versuchen würde, 100 verschiedene Sprachen sich anzueignen. Nicht? Aber man sieht das im Kleinen, zum Beispiel, ich leite zwei Meisterklassen, also einmal in Salzburg am Mozarteum und dann auch in Boston an der New England Conservatory. Und natürlich, also in unseren Hallen, um Sarastro zu zitieren, in unseren Hallen ist wirklich, es geht eigentlich um die Musik. Keiner merkt, wenn einer eine andere Rasse ist oder von woanders herkommt. Wir merken das nicht. Wir sind ein Beispiel dafür, dass es wirklich sehr friedlich miteinander zugehen kann. Inwiefern wir Musiker überhaupt auf dieser Erde was bewirken können, wer hat eine Lösung für die Probleme, die auf uns zukommen? Ich denke, so ein bisschen Gift kann sehr viel Wasser verpesten, nicht? Und so ist es nicht so unbedingt, dass die Mehrheit der Menschen so schlimm sind, sondern dass diese enormen Kräfte irgendwie jetzt zugange sind. Also für mich dieses Erschreckendste ist die Umweltproblematik. Ich meine, da ist wirklich die Kacke am Dampfen, nicht? Also muss was gemacht werden. Aber insofern, wie man kann natürlich, versucht man als Weltbürger, jeder Musiker ist zwangsläufig und im Weltbürger versucht man dann, das zu tun, was man kann. Ich glaube, du hast meine Fragen schon gelesen. Ja, also nee, das Weltbürger nicht. Hatte ich als nächstes. Also bitteschön. Ja. Wir denken einfach ähnlich. Wir denken, deshalb sind wir so gute Freunde geblieben die ganzen Jahre. Aber ja, wie gesagt, also ich finde, dass die Deutschen sehr zu bewundern sind, also im Großen und Ganzen sehr zu bewundern sind. Ich meine, wir hatten in Amerika, der Obama wollte aufstocken von, weiß ich, so 10.000 Syrer und jetzt hat er aufgestockt auf 100.000. Also, nicht, aber das sind so wenige und die Deutschen haben wenigstens ihr Bestes getan, finde ich, und das ist eine undenkbare Herausforderung und keiner weiß, wie man damit fertig werden kann, aber wenigstens der Versuch finde ich sehr mutig und den habe ich sehr bewundert und wenn ein Land das schaffen kann, dann sind das die Deutschen, denke ich. Die können wirklich Unglaubliches, nicht? Also dieser Aufbau von Deutschland, wenn man sieht, wie es hier vor 70 Jahren aussehen hat, das ist Syrien jetzt, nicht? Die Deutschen haben das irgendwie geschafft und durch den Holocaust kriegten die Deutschen einen ungerecht schlechten Ruf, sage ich immer. Weil wir hatten in Amerika zwei Holocauste, und die dauerten 300 Jahre, jeder von denen. Und bis jetzt ist viel zu wenig Reue. Wir haben endlich jetzt am Smithsonian in Washington endlich ein Museum, was den Schwarzamerikanern gewidmet ist. Nicht? Und ich meine, Deutschland ist natürlich, perfekt ist, aber ich habe hier in meinen fast 30 Jahren, wo ich hier im deutschsprachigen Raum tätig bin, sehr viel von den Deutschen gelernt, sehr fantastische deutsche Freunde gehabt und wie man in Spanien sagt, so, quito el sombrero, nicht? Also ich Hut ab, also für die Deutschen, ihr könnt wirklich auch zum Teil stolz auf euch sein, finde ich wirklich, also das darf ich nicht sagen, hoffentlich, ist keiner beleidigt, aber ich meine das wirklich vom Herzen.